Eine neue Ausgabe von Bauen und Wohnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So wie man sich bettet, so liegt man. Und so wie man liegt, so schläft man meistens auch. Und ein gesunder Schlaf ist ja wahnsinnig wichtig, dass wir richtig viel Power haben, um alle Aufgaben zu meistern oder auch gute Nerven zu haben. Doch wie findet man jetzt das richtige Bett? Gar nicht so einfach bei dieser großen Auswahl. Deswegen ist unser Siebenschläfer im Team, nein, das war jetzt ein Spaß, mein Kollege Robert Pfeiffer losgegangen und hat sich mal angeschaut, welche Betten es gibt und auf was man achten sollte. Ja, ich wach schon mal auf und bin total verschlafen oder habe sogar Rückenschmerzen. Und da stellt sich die Frage, woran liegt das? Und oftmals ist die Antwort auf diese Frage, es liegt am Bett. Es gibt nämlich die verschiedensten Betten. Es gibt Boxspringbetten und es gibt die normalen Betten. Und auch beim Boxspringbett oder beim normalen Bett gibt es wiederum Unterschiede, was die Matratzen etc. angeht. Auch hier habe ich zum Beispiel ein elektrisch verstellbares Bett. Wenn es denn jetzt mal, ja, es läuft schon. Genau. Also wollte ich mal schauen, welches Bett ist eigentlich das Richtige für mich? Und mal auf den Zahn fühlen, welche Betten es überhaupt gibt. Um das richtige Bett zu finden, muss ich suchen. Ich muss lange suchen, denn die Auswahl ist extrem groß. Das geht bei der Art des Bettes los, führt über den Härtegrad der Matratze bis hin zum Design. Ich sollte mir also schon vor meiner Suche zumindest grob im Klaren sein, was ich eigentlich will. Und selbst wenn ich mich entschieden habe, gibt es auch hier markante Unterschiede. Ein Boxspringbett ist zum Beispiel nicht einfach nur ein Boxspringbett. Ja, also grundsätzlich, damit man einfach mal weiß, der Begriff Boxspringbett kommt eigentlich aus der USA und heißt Federbox und sind zwei übereinander liegende Matratzen. Da ist der große Unterschied eigentlich zu einem herkömmlichen Schlafkomfortbett mit Lattenrohstuhlmatratze. Hier sieht man jetzt mal einfach, was das Boxspringbetten unterscheidet. Man sieht hier jetzt einmal, hier ist ein Massivholzrahmen verarbeitet. Das ist mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wir haben hier beginnend bei 500 Federn bei einer Größe von 100 x 200 Federn verarbeitet. Und dann kann man individuell noch wählen, ob man oben den auch 500 Federn reinmacht oder 1000 oder auch gegebenenfalls noch mehr. Da gibt es viele verschiedene Varianten, die dann entsprechend abgestimmt werden müssen. Und man sieht es jetzt auch hier nochmal. Hier, das sind allein nur für dieses Boxspringbettensystem die verschiedenartigen Topper, wo es da dazu gibt. Bedeutet, über die Anzahl der Federn kann der Härtegrad bestimmt werden. Der Topper hingegen sorgt für den Komfort. Wenn ich zum Beispiel im Schlaf viel schwitze, brauche ich einen atmungsaktiveren Topper. Der Unterschied bei den Toppern liegt meist im Material und der Dicke. So kann ein solcher Topper durchaus auch schon fast so dick sein wie eine normale Matratze. Womit wir schon beim nächsten Thema wären, dem Härtegrad. Wie bestimme ich den eigentlich? Ja, Michael, jetzt sind wir hier in einem ganz besonderen, beziehungsweise ich liege in einem ganz besonderen Bett oder Bettensystem. Was hat es damit auf sich? Ja, also hier haben wir jetzt ein Bettensystem, das auch als Liegediagnosegerät verwendet werden kann. Das heißt, hier sind entsprechend Messpunkte verbaut, wo man dann messen kann, welche Empfehlung praktisch für die Matratze der PC errechnet. Und was halt hier mit ganz besonders ist, es ist ein Bettensystem mit einem abgestimmten Lattenrost und Matratze und umgekehrt. Und so wie man das hier dann sieht, ist quasi eine entsprechende Schaummatratze, hat aber die Eigenschaft von einer Taschenfederkammatratze, weil so Fiberglasspangen mitverarbeitet sind. Das heißt, hier kann man feststellen, die Matratze mit dem Härtegrad wäre das Richtige für mich als Seitenschläfer als Beispiel. Genau, so ist es. Oder auch als Rückenschläfer. Ja, das wird man dann nachher gleich sehen im Liegetest, dann, wenn er gemacht wird. Da muss man dann auch angeben, ob er mehr Seitenschläfer ist oder Rückenschläfer. Ja, den probiere ich doch jetzt gerade mal aus. Super. Jetzt finde ich also heraus, welcher Härtegrad für mich der richtige ist. Dafür nehme ich auf dem Bett mit den Sensoren Platz. Als erstes lege ich mich auf den Rücken und der Berater startet die Analyse. Das dauert nur wenige Sekunden. Danach geht es in die Seitenschläferposition. Die Analyse wird gestartet und wenige Sekunden später habe ich das Ergebnis. In meinem Fall wird eine Matratze mit einem Medium-Härtegrad empfohlen. Jetzt kenne ich zwar den Härtegrad, aber trotzdem weiß ich noch nicht, welches Bett ich nehmen soll. Matratzenkauf oder Boxspringbettenkauf ist ein reiner Vertrauenskauf. So, und da kommt es einfach auf die Fragen an, die der entsprechende Schlafexperte, so wie es bei uns auch genannt wird und auch ausgebildet wird, gestellt. Und dann fragen wir eben, und anhand von den Fragen kommen von uns Empfehlungen. Weil selber das auszusuchen ist praktisch unmöglich. Wir fragen natürlich erstmal, ist man Seitenschläfer, Rückenschläfer, ganz entscheidend.
Dann kommt es darauf an, ob jemand viel spitzt, weniger spitzt. Dann, je nachdem, kann man den Topper nachher unterschiedlich wählen, weil es gibt mehr atmungsaktive und weniger atmungsaktive Topper. Und dann spielt das Gewicht natürlich ein bisschen Rolle, wobei die Frage von uns nicht unbedingt immer gestellt wird, sondern wir haben ja auch ein bisschen Einschätzung, was man da empfehlen kann. Wenn die Person vor uns steht, und können dann entsprechende Empfehlungen aussprechen und auch Probe liegen bei uns in der Ausstellung. Und das kann ich hier auf sehr vielen Betten. Auch auf Betten und Matratzen, die bio sind. Ein positiver CO2-Fußabdruck und das im Schlaf. Ja, hier haben wir jetzt wieder ein spezielles System. Das fängt an beim Bettrahmen, das aus massiver Zirbe ist. Und die Inneneinlage, sprich der Lattenrost und die Matratze, ist auch wieder ein anderartiges System. Das heißt, wir haben hier Wert auf metallfrei gelegt und auf Bio. Das heißt, der Lattenrost ist verstellbar, aber eben mit Holzmechanik verstellbar. Und die Matratze ist tatsächlich 100% Naturkautschuk. Und der Bezug ist entsprechend Baumwolle. Und diese Baumwolle wurde auch entsprechend unter kontrolliertem Bioanbau praktisch geerntet. Wenn ich mich dann entschieden habe, welche Art von Bett es sein soll, muss ich mich also theoretisch nur noch entscheiden, welches Design ich haben will. Doch wo gehen die Trends eigentlich hin? Also der neue Trend, sagen wir so, ist eigentlich jetzt ein bisschen weg vom kompletten Massivholzzimmer zu eigentlich kombinierten Materialien. Man sieht es hier ganz gut. Wir haben jetzt hier quasi echtholzfurniertes Kopfteil. Mit hinten sieht man diese quasi Oberflächenbearbeitung in der Nische mit drin und kombiniert den quasi mit einem echten Lack. Also so die Kombi wird mittlerweile, Materialmix steht gerade momentan voll im Vordergrund. Ja, das richtige Bett zu finden ist gar nicht so einfach. Es gibt eigentlich zu viele Faktoren, die man beachten muss. Was ich aber jetzt schon mal weiß, ist, dass mein Bett eine Matratze haben sollte, die Medium ist. Das hat mir schon mal viel weitergeholfen. Dementsprechend hoffe ich jetzt mal, dass ich einen gesunden Schlaf finde und ihr ein bisschen was gelernt habt. Wieder zurück ins Studio. Ganz schön viel Information zum Thema Betten, aber unheimlich wichtig, um auch gesund zu schlafen. Wir sehen uns gleich wieder. Dann geht es um einen Do-it-yourself-Kamin. Es geht um intelligente Haushaltsgeräte und es geht um die Netzentgelte und die gestiegenen Stromkosten. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Im Winter träumen wir alle von einem schönen Kamin mit Feuer und Wärme bei uns zu Hause. Okay, in einer Mietwohnung ist das alles gar nicht so einfach. Entweder man darf es nicht oder man möchte gar nicht so viel Geld investieren. Was nun? Meine Kollegin Michelle Babic hat einen Kamin gebastelt. Der wärmt zwar nicht die ganze Wohnung, aber er sieht richtig cool aus. Das ist meine Kollegin Luna. Und Luna wünscht sich einen Kamin, wohnt aber in einer Mietwohnung, wo sie keinen Kamin installieren kann. Deswegen haben wir uns was überlegt. Und zwar wollen wir einen Dekokamin bauen. Und dafür brauchen wir 5 Holzplatten, Montagekleber, Holzspachtel, weißer Holzlack, einen Pinsel und eine Farbrolle, Stuck und eine weitere dünnere Holzplatte. Ich hatte mir eigentlich eine Anleitung aus dem Internet besorgt, aber kleiner Tipp an der Stelle, guckt, ob die Sachen noch verkauft werden. Das ist nämlich jetzt mir passiert. Wir wollen aber Luna nicht enttäuschen. Deswegen dachte ich, do it yourself, wir improvisieren. Und habe jetzt einfach mal so Wandregale von Ikea gekauft. Die haben auch hinten so eine Wandhalterung. Wie gesagt, Anleitung aus dem Internet. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Akkuschrauber dabei, sondern Montagekleber. Und ich werde jetzt versuchen, aus diesen Brettern den Korpus für den Kamin zu bauen. Gesagt, getan, also Kleber drauf und das Wandregal passend dran drücken. Ich habe aus Versehen einen Kleber gekauft ohne Pistole, deswegen ist das jetzt hier ein bisschen unorthodox. Aber davon lassen wir uns ja nicht aufhalten. Wie gesagt, Thema do it yourself, wir improvisieren hier alles. Achtung, der Kleber trocknet sehr schnell. Das heißt, lasst euch nicht zu viel Zeit für diesen Schritt und gebt dem Kleber im Anschluss auch genug Zeit zum Trocknen. Für die, die nicht kleben wollen, die können sich hier natürlich auch mit Winkeln und einem Akkuschrauber aushelfen. Wir kleben alles. Das hier ist Do-it-yourself für Anfänger, die nicht schrauben und bohren wollen. Die kleben einfach alles. So, wie gesagt, ne, wichtig immer die
Seiten ist die Stimme. Oh je, das wird eine Herausforderung. Ich würde empfehlen, das nur zu zweit zu machen. Oh Gott. Wenn das Ganze fest ist, kommt noch das fünfte Wandregal oben drauf. Das klebe ich ebenfalls einfach an. Den Kleber lassen wir jetzt über Nacht trocknen. Am nächsten Tag machen wir direkt weiter mit den Stuckleisten. Gut, ich hoffe, die hält als nächstes. Ich habe auch noch welche für die Seiten, aber das machen wir noch. Ich mache jetzt erstmal dieses Brett hier noch drauf. Das muss auch festgeklebt werden. Gesagt, getan, und so sieht das vorläufige Ergebnis aus. Anschließend klebe ich noch die Stuckleisten an den Seiten an, um das Bild des Kamins zu vervollständigen. Es ist fast fertig. Das Einzige, was ich jetzt auch gemacht habe, war ganz kurz diese Lücken hier mit Holzspachtel ein bisschen zumachen. Jetzt muss das Ganze nur noch gestrichen werden und das machen wir jetzt. Die Farbe gut trocknen lassen und schon kann mich Luna ihren neuen Dekokamin zeigen. Wir haben es endlich geschafft, der Kamin ist fertig. Wir haben jetzt auch so LED-Kerzen reingestellt. Ich würde nicht empfehlen, da wirklich echtes Feuer reinzumachen, weil es ist eben am Ende nur ein Deko-Kamin. Ich bin begeistert, Michelle. Ich finde den mega toll. Es ist ein cooler Kaminersatz, wenn man sich keinen eigenen Kamin reinbauen darf. Bin zufrieden. Cool. Und das war die Hauptsache. Luna ist zufrieden. Yay! Danke! Liebe Michelle, vielen Dank für die kleine Basteleinheit. Und jetzt nehme ich euch mal mit in mein Leben. Ich stehe morgens auf, schalte die Kaffeemaschine ein, trinke einen Kaffee. Vielleicht schalte ich noch die Spülmaschine ein, dann gehe ich zum Arbeiten. Wenn ich nach Hause komme, kaufe ich ein und mache mir etwas zu essen. Jedes Elektrogerät bedient man damit einzeln. Doch in der heutigen Zeit geht das auch schon ganz anders, denn die Haushaltsgeräte werden immer intelligenter. Wir haben uns mal angeschaut, was geht heute, was ist sinnvoll und was geht auch gar nicht. Die fortschreitende Digitalisierung hat nicht nur die Art und Weise verändert, wie wir arbeiten und kommunizieren, sondern auch unsere täglichen Lebensgewohnheiten beeinflusst. In diesem Kontext nehmen intelligente Haushaltsgeräte eine immer prominentere Rolle ein. Diese Geräte, die mit dem Internet verbunden sind und über intelligente Funktionen verfügen, revolutionieren die Art und Weise, wie wir unseren Haushalt organisieren und führen. Sie machen unseren Alltag einfacher und effizienter. Morgens, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich haben möchte, ist eine Tasse Kaffee. Das heißt, ich habe die Kaffeemaschine schon voreingestellt oder ich starte sie morgens aus dem Bad und sage, jetzt bitte hochlaufen, damit, wenn ich raufkomme, dass ich nur noch sagen muss, jetzt bitte gleich die Tasse Kaffee, dass das Gerät schon fertig am Start ist. Den Kaffee habe ich mir vorher über meine App genau so zusammengebaut, dass er natürlich so schmeckt, wie ich das haben will. Da gibt es einen Kaffeeassistenten. Dann überlege ich mir als nächstes Jahr, was möchte ich denn heute vielleicht zu Abend essen, wenn ich heimkomme, wie sieht da mein Tag aus, kann ich mir schon ein Rezept raussuchen, kann auch gucken über mein weiteres App, was ist in meinem Kühlschrank drin oder was war da als letztes noch drin, kann mir auch meine Bestellliste dort raus erzeugen, beziehungsweise kann auch direkt Lebensmittel bestellen, die ich vielleicht noch benötige, dass ich sie abends nur noch abholen kann beim Discounter oder Supermarkt, wie auch immer. Hab dann natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt lade ich gleich eine Waschmaschine und Trockner, stelle die Geräte auch dementsprechend auf Standby und so, dass die dann abends genau just in time fertig sind. Oder mein Meeting geht länger oder ich bin früher fertig, dann kann ich die Geräte natürlich untertags auch früher starten lassen, als Beispiel, so damit sie abends genauso fertig sind, weil ich vielleicht eine Wäsche drin habe, so wie solche Hemden, die ich eindampfen möchte und hinterher gleich rausnehmen möchte da dazu. Und jetzt passiert es mir noch, immer Gerät, da fällt vielleicht ein Waschmittel oder es geht ein Salz- und Klarspüler aus. Selbst das meldet diese App heute, können Sie den auf Ihren Einkaufszettel dazu schreiben oder Sie lösen die Bestellung direkt dafür aus. Genau das Gleiche geht natürlich auch. Und dann Energiesparen ist auch noch so ein wichtiges Thema. Wenn ich heute eine PV-Anlage auf dem Dach habe oder einen günstigen Ökostrom, dann kann ich natürlich die Geräte auf Standby setzen, dass sie dann starten sollen, wenn dementsprechend der günstige Strom zur Verfügung steht. Also habe ich auch hier gleich wieder die Möglichkeit, die Vernetzung darzustellen und diesen Mehrwert zu nutzen. Und jetzt geht es darum, wer saugt mein Haus? Wie soll das funktionieren? Ja, ich habe einen Saugroboter dastehen, dem kann ich sagen, du saugst nur, wenn ich außer Haus bin. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn wenn da keiner rumläuft, sinkt der Staub ab und die Staubaufnahme funktioniert viel besser.
kann ich also genauso steuern, dass ich sage, du legst los, wenn ich das Haus verlassen habe. Und dann arbeitet der dazu. Und der hat sogar eine Kamera drin, kann ich dem auch noch zugucken. Und natürlich haben Sie dann die Möglichkeit, Sie können sogar tagsüber sagen, ich lasse jetzt den Dunstabzug laufen, zwischendurch, den kann ich automatisch einstellen. Und dann lüftet der immer wieder den Raum durch, beziehungsweise filtert die Raumluft, je nachdem, ob Sie Abluft- oder Umluftanlage drin haben. Selbst das macht so eine App auch schon automatisch für Sie nachher. Das gilt genauso. Die perfekte Vernetzung der Geräte erleichtert uns aber nicht nur unseren Alltag. Auch die Geräte selbst profitieren von der digitalen Anbindung. So können beispielsweise Software-Updates auf die Geräte gespielt werden, welche das Gerät effizienter im Verbrauch machen und die Langlebigkeit erhöhen. Zudem können auch Fehlermeldungen direkt an den Hersteller übermittelt werden. Ein Techniker muss also nicht zweimal kommen. Er weiß schon vor der ersten Anreise, was an dem Gerät defekt ist und kann das entsprechende Ersatzteil gleich mitbringen. Das spart Zeit, Geld und ist schonend für die Umwelt. Ganz viele Netzbetreiber und Energieversorger haben jetzt die Preise erhöht und die Verbraucher denken wieder, wow, das geht schon wieder los. Doch was steckt überhaupt hinter der Erhöhung der Netzentgelte? Für was ist das gut? Hat unser Minister Habeck mal wieder einen großen Topf vergessen, der nicht gefüllt wurde? Und wie wirkt sich das wirklich auf die Preise aus? Denn nicht alle Energieversorger erhöhen die Preise. Darüber reden wir gleich hier im Studio. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Jetzt reden wir über das Thema Energiepreise. Die sollen ja schon wieder steigen wegen den Netzentgelten. Doch was steckt wirklich dahinter und haben wir die Krise auch schon überwunden? Und im Studio begrüße ich ganz herzlich den Herrn Labsch und den Herrn Kreuscher. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Labsch, fangen wir doch gleich mal an. Haben wir den Peak dieser Energiekrise jetzt eigentlich schon überschritten? Ist das vorbei? Ich denke, dass wir die gigantischen Preisanstiege hinter uns haben, dass wir jetzt in deutlich fallenden Energiepreisen rechnen können und die auch an unsere Kunden weitergeben können. Allerdings, Krise ist ein negatives Wort. Wir haben viele Herausforderungen, die auch da mit der Krise einhergegangen sind, nämlich eine Energiewende, eine Verkehrswende und eine Wärmewende. Und das wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten und vor riesigen Herausforderungen stellen. Diese Herausforderungen kommen ja auch. Wir haben E-Mobilität, wir haben Wärmepumpen, die wir jetzt alle haben sollen und. Und viele fragen sich, ist das überhaupt noch sicher, dass ich daheim Strom habe, dass die Wärmepumpe funktioniert und mein Auto noch lädt? Oder wird das vielleicht sogar abgeriegelt? Genau. Ja, also Stand heute ist es noch sicher. Wir können natürlich die Bürgerinnen und Bürger sicher versorgen. In der Zukunft wird es herausfordernd. Wir müssen da intelligenter werden in den Netzen, da sind wir dabei. Investieren auch nachhaltig in unsere Netze und auch mehr in unsere Netze. Aber momentan können die Bürger da sehr beruhigt sein. Jetzt haben ja ganz viele Anbieter die Netzentgelte erhöht. Viele fragen sich jetzt, für was überhaupt und warum muss man Netzentgelte erhöhen? Genau, ja, war eine unschöne Situation im letzten Jahr. Wir haben im Endeffekt eine Preiserhöhung oder eine Umlage gekriegt von 5,5 Milliarden, wo der Bund die Förderung Zusage nicht eingehalten hat bei den Übertragungsnetzbetreibern im Strom, bei den Vieren. Und die Kosten werden gewälzt. Und so mussten wir die gesamten 5,5 Milliarden mehr oder weniger umlegen. Nicht alle, aber der Großteil der Energieversorger hat das getan. Und so sind die Netzentgelte zum 01.01. diesen Jahres um ca. 20% gestiegen bei uns. Jetzt sind Sie ein regionaler Anbieter hier unten. Wie gehen Sie jetzt damit um, wenn auf einmal einfach von Berlin wieder so ein großer Block kommt und sagt, so, macht mal bitte? Ja, also wir haben für uns jetzt entschieden, dass wir das unseren Haushaltskunden nicht weitergeben, dass wir das als Unternehmen erstmal wegatmen und schauen, wie lange und wie gut wir das kompensieren können. Es gibt ja unterschiedliche Preistreiber und Senkungsmöglichkeiten für uns. Unsere Reaktion war, wir haben diese Kosten auf uns genommen. Was ich mich immer frage, wie setzt sich überhaupt der Strompreis zusammen? Und dann erhöht sich ja, glaube ich, noch etwas. Ich glaube, die Mehrwertsteuer geht auch wieder hoch von 7% auf 19%. Aber wie muss ich mir jetzt diesen Kreis des Strompreises überhaupt vorstellen? Ja, dann fangen wir doch vom Nukleus an. Das ist, also wir haben Energiebeschaffungskosten, dann haben wir Mitarbeiter, die wir auch bezahlen wollen. Da haben wir also eine kleine Marge drauf auf der Beschaffung. Das macht im Strom ungefähr die Hälfte aus, im Gas ein bisschen mehr noch. Und dann haben wir Abgaben, Umlagen, Steuern, Netzentgelte, ein buntes Potpourri von externen Kosten, die wir nicht beeinflussen können.
und die natürlich Jahr zu Jahr sich ändern. Und das wirkt natürlich als Endkundenpreis auf den Endkunden komplett. Mhm. Also wir haben auf einen kleinen Teil der Kosten haben wir Einfluss und da optimieren wir uns auch Jahr für Jahr. Aber der große Teil wird kommen. Beispielsweise könnte man auch schauen, was passiert mit der EEG-Umlage, die ja abgeschafft ist. Mhm. Kommt die wieder? Wenn Sie das gerade ansprechen. Das Umlagenkonto ist leer. Es ist eine Frage der Politik, wie sie damit umgeht. Aber ein leeres Konto, was kontinuierlich immer leerer wird, muss irgendwie geheilt werden. Also da kommt was. Thema nochmal zurück zu den Netzen. Die stehen ja vor Herausforderungen. Ich habe E-Mobilität, Wärmepumpen und. Dann hört man immer wieder, wir haben im Norden Strom, aber im Süden eigentlich nicht. Wir haben aber keine Trasse. Wie geht der Netzausbau voran und schaffen wir das überhaupt die nächsten Jahre? Also Netzausbau, und ja, ist richtig, der Netzausbau geht voran. Und ja, wir brauchen vom Norden in den Süden die Energie. Aber aus unserer Sicht der Energieversorger zu langsam. Viele behördliche Auflagen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen tun sich verbessern in der Genehmigungsplanung, aber immer noch zu lang. Und ja, das wird uns hier auch im Süden vor größeren Herausforderungen stellen. Deswegen müssen wir auch schauen, dass wir eine gewisse Eigenerzeugung auch hier bei uns im Süden haben. Wenn man jetzt mal so als Verbraucher denkt, sagt man, okay, vor 3 Jahren hatten wir weniger E-Autos, keine Wärmepumpen und die Netze, naja, haben vielleicht ab und zu schon, war vielleicht ein bisschen kritisch. Wie sieht es hier in der Region aus? Ist jetzt zum Beispiel Friedrichshafen so ausgelegt, dass man sagt, da können noch 10.000 E-Autos kommen, da haben wir noch 10.000 Wärmepumpen und alles geht entspannt? Ja, momentan ist es noch relativ entspannt in Friedrichshafen. Wir haben in Friedrichshafen den Vorteil, dass wir ein Industrienetz haben. Wir haben viele große Player, weltweite führende Unternehmen und haben da noch Reserven im Stromnetz. Muss man aber auch ehrlicherweise sagen, warum? Weil viele früher vom Strom in die Gas-BHKWs gewechselt sind und viel Eigenerzeugung gemacht haben. Sollte sich das Thema wieder ändern, denn werden wir ausbauen müssen. Momentan sehen wir es nicht, aber in Zukunft sehen wir ganz klar einen Ausbau der Stromnetze. Jetzt möchte ich noch am Ende zum Endkunden zurückkommen, weil also den Tobias Baunach interessiert ja am Ende nur der Preis, den ich am Ende bezahlen muss. Wie sollen das jetzt eigentlich Ihre Kunden oder die Verbraucher mit diesen ganzen Erhöhungen oder was wieder kommt umgehen? Weil früher war es ja so, man hat ja immer schnell online geguckt, welches ist der billigste Anbieter. Viele Deutsche sind dann ja immer langfristig sehr auf die Schnauze geflogen und haben das teuer bezahlt, auch bei manchen Dingen. Also grundsätzlich bin ich immer ein Freund von Wettbewerb und wir stellen uns auch dem Wettbewerb. Und wenn Sie nur auf den Preis gucken, dann machen Sie vielleicht einen kleinen Fehler, weil Sie auf das große Ganze, auf das Beste für Sie gucken sollten. Also was ist beispielsweise, wenn bei Ihnen jetzt das Nachbargebäude brennt und der Strom abgeschaltet werden muss, da kommt dann kein Billigdiscounter und stellt ihn ab. Das ist das Stadtwerk mit der Daseinsvorsorge, was dann da ist. Was Sie aber trotzdem machen können, gucken Sie sich Ihren Verbrauch an. Lassen Sie sich bei uns in den Kundenzentren oder online beraten, wie Sie den Verbrauch senken können. Gerne auch bei der Wärme, da kann man mit wenig Änderungen viel sparen. Sprechen Sie mit Ihrem Anbieter, ob es vielleicht einen besseren, für Sie passenderen Tarif gibt. Auch da kann man deutlich sich optimieren. Und im Zweifel haben Sie die Option zu wechseln. Also, aber da würde ich immer darauf achten, dass ich nicht nur das Preis als ausschließliches Kriterium nehme. Herr Labsch, Herr Gröscher, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Danke, Baunach. Danke. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Ich freue mich schon, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet. Und bis dahin gibt es viele weitere Informationen unter bauenundwohnen.web. Wahrscheinlich auch zu den aktuellen Strompreisen. Also da auch mal reinschauen und tschüss.